Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge sind wir hier wieder zum Anfangsdorf zurückgekommen. Und ich würde sagen, als allererstes werden wir hier gleich mal die Sirene ausschalten, denn die geht mir etwas auf den Keks. So, lasst uns noch ein bisschen Schrotflintenmunition mitnehmen. Dass wir hier nicht ohne alles rumrennen. 13 Kilo, die Wand packen wir erstmal wieder weg. Und die, dann sind wir bei 9 Kilo, das passt. Ich würde mal noch ein Schlückchen Wasser trinken. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. So. Ich habe einen sehr netten Kommentar bekommen. Auf das vorletzte oder letzte Video, jedenfalls dort, wo wir die Weiche nicht umstellen konnten. Und zwar müssten wir einfach das Gebiet einmal verlassen und wieder dahin fahren. Dann finden wir die Weiche auch. Also einerseits wurde mir in den Kommentaren verraten, dass wir die Weiche in dem einen Supermarkt finden. Und der andere Kommentar, was glaube ich der Entwickler vom Spiel ist, zumindest heißt er genauso wie das Spiel und hat auch den Release-Trailer online. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es der Entwickler ist. Wurde mir verraten, dass wir halt einmal das Gebiet verlassen und wieder hineinfahren müssen, damit es halt die neuen Items lädt durch das Update und so weiter. So, also von daher, das machen wir dann auch bald, aber jetzt sind wir natürlich einmal hier hinter gefahren und dann bleibt man natürlich auch hier hinten. Oh, was ist denn mit ihm passiert? Ey, ey, ey. Warum ist denn der jetzt gerade nicht weggerutscht? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber naja. So, wir haben ja hier... Ach, du Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass das immer langsamer... Also das... ist ganz schön langsamer geworden. Warum läuft der so langsam? Hat das jetzt was mit der Waffe zu tun? Nö. Also wenn ihr mich fragt, ist der um einiges langsamer. Jetzt fragt mich nicht, woran es liegt. Ach, Cozzarino ist wieder am Start. Ja, ist doch gut. Bam. Hey, Kotzi, komm her. Noch ein Kotzi? Ui, hallo. Und da haben wir sie. Mensch, hier ist ganz schön was los. Hier drüben klopft schon wieder der Nächste an die Scheibe. Ja, ist doch gut, Mensch. Ach Mist, ich krieg die Tür nicht auf. Schade. Da müssen wir wohl doch außen rumlaufen. Lasst uns erstmal hier die Gegner killen, weil die nerven mich gerade etwas. Ach du Scheiße. Guck euch mal an, wie viele hier am Start sind. Na nur gut, dass die mit der Tür beschäftigt sind hier drüben, sonst hätten wir gerade ein wirkliches Problem. Also irgendwas ist mit der Geschwindigkeit passiert. Also zumindest. Also auch die Steuerung, die ist nicht mehr so abgehackt. Also wenn ich jetzt die Taste loslasse, dann läuft er noch ein kleines Stück nach vorne. Ich habe auch das Gefühl, dass er auf jeden Fall langsamer geworden ist. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor. Ich weiß es nicht genau. So. Aber es kam ja jetzt nicht nochmal ein Update. Die letzten Folgen waren wir ja auch so mit dem aktuellen Update unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Naja, was soll's. Bringt nichts drüber zu philosophieren. Mist, ey, warum sind wir auf einmal nicht mehr von der Tür abgelenkt? Das gab's ja aber auch noch nicht. Also die Polizisten sind nicht ganz so objektiv wie die anderen. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir bloß noch die da vorne. Jetzt lasst uns erstmal wirklich schnell die Sirene ausschalten, weil die geht mir ziemlich auf den Keks. So, na komm. Ja. So wird's gemacht. Ach, wie schön wir hier einfach nur noch durchrennen können. Wie wir uns in der ersten Folge hier in die Hosen gekackt haben. Und langsam geschlichen sind und Angst vor allem hatten. Und jetzt können wir hier einfach durchrennen. Und die Zombies niederknüppeln. Ist das nicht schön? Ey, wo kam er denn auf einmal her? Boah. Also wenn das mal nicht ein geiler Move war. Ja, Breakdance gemacht und noch schön. Hier die ganzen Türen mitgenommen. So, Sirene. Ich kann mich nicht durch diese Menge. Ja, das kennen wir doch alles schon. Mensch, wir waren doch schon mal hier. Ganz schön ein bisschen Alzheimer, der Gute, würde ich sagen. So, hier gab es ja auf jeden Fall die Türen, die wir nicht reingekommen sind. Und Loot müsste ja jetzt auch wieder neu sein, ne? Aber hier? Ah doch, Loot gibt es auch wieder. Okay. Ich möchte aber gar nicht lange looten. Sondern wir gucken jetzt mal hier vorne. Da waren wir nämlich nicht ganz am Anfang. Da haben wir uns noch nicht hingetraut damals. Ob wir vielleicht hier den Schlüssel finden für die Tür dort. Würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz ein paar Sachen an, bei denen wir hier noch nicht waren. Und dann machen wir uns mal auf zurück, dass wir die Weiche wieder umstellen können. So, die Kisten hier hat man nämlich noch nicht. Ach, generell, die Kisten können wir alle durchlooten. Das wäre eine gute Idee. So. Ich
Weil Metall und so kann man ja nie genug haben in dem Spiel. Das haben wir ja nun alle schon rausgefunden. So, lässt du uns, oh, er lässt uns hier rein. Und wir haben hier einen Schlüssel. Na Mensch, als hätte ich es gewusst. Nein, habe ich tatsächlich nicht. So, alles klar, das haben wir. Dann gucken wir doch mal, ob der für da vorne passt. Steht was da? Der Schlüssel zur Speisekammer. Naja, das war ja hier so ein Wohnheim bzw. Puff. Da muss ja auch mal was gegessen werden. Also denke ich schon, dass das der Schlüssel zur Speisekammer ist. Und. Ja. Nein, es ist nicht der Schlüssel zur Speisekammer. Wo soll... Hä, wo ist denn hier die Speisekammer? Ach Mensch. Sicher, dass das der nicht ist? Muss ich den Schlüssel jetzt vielleicht in die Hand nehmen? Neues Update? Ah, okay, tatsächlich. Ich dachte eigentlich jetzt, das ist dumm, was ich mache. Weil davor bei der Gasstation ging es ja auch, ohne den Schlüssel in der Hand zu haben. Hier haben wir einen Bogen. Jawohl, da müssen wir uns doch gar keinen bauen. Und 10 Pfeile dazu und ordentlich Munition. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal den Bogen direkt ausprobieren beim nächsten Zombie. Ach Mensch, hätten wir gleich mal am Anfang darüber gemacht. Aber ich glaube, da wären wir gestorben bei den ganzen Zombies. Das hätte ich mich nicht getraut. Lass uns nochmal kurz hier oben gucken, weil hier war ja so ein... Ja, finden wir nochmal... finden wir vielleicht nochmal neue Schuhe. Einen zweiten Rucksack, weiß ich nicht. Aber Schuhe, jawohl, die Schuhe nehmen wir doch mit. Unsere waren doch kaputt. Na gut, dass wir nochmal hochgeguckt haben. Ja, der Rucksack geht ja nicht wirklich kaputt. 20 Kilo tragen, das wird ja hier jetzt auch nicht... Nö, ist ja nicht mehr geworden. Naja, egal, wir nehmen erstmal mit. So, Baseballschläger natürlich auch. Ach ja, sehr gut, dass wir nochmal hochgeguckt haben. Ich habe eigentlich nur an die Lebensmittel gedacht. Und gar nicht daran, dass wir ja hier oben Schuhe und Baseballschläger gleich am Anfang gefunden haben. Und jetzt finden wir auch schon eine Taschenlampe direkt zum Anfang. Ja, na mega. Aber warum Schrotttaschenlampe? Können wir damit rennen? Und wir können damit rennen. Und die hat ein richtig großes Radius. Richtig großes Radius, genau. Einen richtig großen Radius, wollte ich natürlich sagen. Sehr schön. Ja, Gott sei Dank sind wir nochmal hier hoch. Kommt, wir gucken mal. Vielleicht hat sich hier noch was verändert. Nö, die Betten sind immer alle noch kaputt. Ja, das habe ich doch schon gesehen hier mit dem Auto. War hier drüben eigentlich noch was? Hier war noch ein kleiner Laden. Den könnten wir uns ja auch nochmal anschauen. So, na gut. Dann lasst uns den kleinen Laden nochmal anschauen. Ich renne nochmal kurz hier hinten rum. Dass wir uns die Truhen noch mitnehmen. Bei Metall und so. Alles wichtig. So. Da haben wir Metall. Und Holz. Und Stoff. Und Stoff. Und noch ein Zombie. Hey. War's das? Ja, sieht erstmal so aus. Auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, dass ihr mir so krass weiterhelft. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass wir für die Weiche noch einen Hebel brauchen. Hätte man vielleicht sehen können, ich weiß es nicht genau, aber wäre ich niemals drauf gekommen und vor allem auch für den Kommentar, dass wir das Gebiet nochmal verlassen und zurückreisen müssen, damit es halt die Items oder Items neu lädt. Auch das hätte ich wahrscheinlich, also ja, ist schon logisch bei einem Update. Oh, wir sind schon wieder überladen. Aber ich glaube, ich hätte nie dran gedacht, einerseits nochmal in diesen Laden, also generell nach einem Hebel zu suchen und generell nochmal in diesen Laden zurück, um dort den Hebel zu finden. Ich glaube, das wäre nichts geworden. Da hätten wir hier ein 300-Folgen-Let's Play gehabt. Und am Ende hätte ich immer noch nicht gewusst, wie ich das mit der Weiche mache. Von daher vielen Dank an euch beide für den netten Kommentar. Ich blende euch jetzt auch genau in diesem Moment, zack, hier nochmal ein. Einfach nur aus Dankbarkeit. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich Leute die Mühe machen, damit ich hier leichter vorankomme. So, hier oben waren noch Kisten und hier unten, ach Mensch, so viele Kisten, aber wir sind schon wieder voll. Naja, kommt, dann lasst uns... Eigentlich können wir den Rucksack wegwerfen, weil zwei Rucksäcke können wir ja jetzt nur nicht tragen, ne? Komm, wir hauen den Rucksack weg. Wie viel wiegt denn der eigentlich? 0,5 Kilo. So, ich muss so machen. Nö, ich kann den Rucksack nicht wegwerfen, verdammt. Na gut. Ja, dann lasst uns erstmal schnell zum Zug. Kommen wir eigentlich auch hier runter.
Die Tür ist ja immer noch zu, ne? Ja, da bringt auch der Schlüssel wahrscheinlich nichts, auch wenn ich ihn gerade nicht in dem Gürtel bzw. angepackt hatte. Aber da wird der auch nichts bringen, denke ich. Gut, dann lasst uns mal zum Zug. Mensch, wer kloppt denn hier schon wieder? Ja, die Tür geht ja leider nicht auf, oder? Geht, doch, die geht auf. Warum nehme ich denn eigentlich... Ich wollte gerade sagen, warum nehme ich denn die Scheißschrotflinte, aber... Die habe ich ja gar nicht. Ey, Mensch, wir sind ein Leben nach oben gekommen. Oder ein Level, besser gesagt. Level 12, sehr, sehr geil. Ja, was machen wir? Eigentlich wollte ich die ganze Zeit auf Stärke gehen, damit wir mehr tragen können. Allerdings haben wir ja schon so gut wie alles leer gelootet. Aber nein, die 40 Kilo hätte ich ganz gerne rund. Machen wir so. Zack. Und dann können wir 40 Kilo tragen. Die nächsten Level gehen wir dann wieder auf Ausdauer. Ja, lade etwas schneller nach. Dankeschön. So. Wie sieht's denn schranktechnisch aus? Ach du Scheiße, wir haben echt nicht mehr so viel Platz. Das ist schon wieder der nächste Schrank. Also, wir brauchen bald einen eigenen Waggon voller Schränke. Wenn das hier so weitergeht. So, den Schlüssel erstmal weg. Na, den werden wir ja nicht nochmal gebrauchen. Das weg, das weg, das weg. Ach, so viel Munition. Könnte ich alles ja nicht hier brauchen, Mensch. Das weg. Das weg, das weg. Immer noch viel zu viel. Komm, pack hier mal 63 fort. 12 Kilo, immer noch zu viel. Wie viel... Nein, jetzt habe ich sie weggeworfen. Das wollte ich doch gar nicht. Wie viel passt denn rein? 20 vielleicht, bist du so gut? Nö, auch zu viel. 12 Kilo, sind mir aber immer noch zu viel. Dann pack mal jetzt hier 27 rein. Die sollten ja passen. 10 Kilo, das Ding kann weg. Taschenlampe kann erstmal weg. Bogen belassen wir hier oben und dann sind wir bei 9 Kilo. Okay, pardon dafür, dass das jetzt hier ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich möchte nicht immer mit so viel Gepäck losreisen. Gut, hier hinten sind wir das letzte Mal nicht rausgekommen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wirklich einmal komplett hier außen rumlaufen. Ich würde so gerne gerade hier reinschießen. Aber ich glaube, das ist absolut keine gute Idee. So, kommen wir hier vorbei? Jo, wir kommen vorbei. Okay. Hier ist ja auch noch eine Riesenbrücke, ne? Und eine Stadt da drüben. Wäre auch mal interessant, was passiert, wenn wir da rüberlaufen. Vielleicht probieren wir das erstmal aus. Dann lassen wir die Weiche erstmal außen vor. Weil jetzt nochmal komplett zurückfahren. Wir sind halt gerade erst hierher gefahren. Ich möchte euch auch nicht langweilen mit der Zugreise. Von daher würde ich sagen, lasst uns einfach mal die Brücke rüberlaufen. Ja, ist doch gut. Wow, wow. Hallo. Da habe ich wohl etwas daneben gezielt. Ja. Okay. Ach, hier wäre ein normaler Ausgang gewesen. Okay. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Haben wir hier noch was Schönes? Oh ja. Nehmen wir mit. So, hier ist die Tankstation. Ah, da werden wir wahrscheinlich auch bloß wieder einen Loot finden, den wir nicht brauchen. Da wir ja zurzeit zu viel haben. So, alles klar. Ne, die können wir nicht in die Hand nehmen. Ach Mensch, wären wir gleich mal am Anfang hier reingelaufen. Da wären wir doch gut ausgerüstet gewesen für einen Kampf. Beziehungsweise fürs Überleben. Aber naja. Am Anfang war das echt ganz schön viel. Aber vielleicht sollte uns auch dieser kurze Spruch mit hier, guck mal, da drüben ist einer gegen Baum gefahren und Auto brennt. Vielleicht sollte uns der auch einfach auf die Tankstelle hinweisen. Naja, wir haben es ja auch so überlebt. Und ich denke, wir haben es sogar ganz gut gemanagt, das Ganze. Ey, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, ich dachte kurz, es geht eine Videoanimation los. Alter, was ist hier los? Das wird ja mal richtig gruselig. Also ich habe mich bis jetzt noch nicht groß gegruselt in dem Spiel. Oh oh. Oh nee, 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 nee. Oh, ich mag keine Dunkelheit. Ich mache mir in die Hose. Jetzt haben wir natürlich die Taschenlampe weggepackt. Oh nein, ist hier auch Keller? Komm, wir gucken erstmal hier. Ach Mist, ich habe jetzt echt gerade ein bisschen Schiss davor. Gebe ich offen und ehrlich zu. Was ist da unten? Ja, zum Glück sind wir da. Zum Glück sind wir doch nicht am Anfang hier rüber. Da hatten wir ja noch nicht mal eine Waffe.
Hey. Ja, da hatten wir ja noch nicht mal eine Waffe und dementsprechend auch gar kein Licht. Also war es vielleicht doch gut, wie wir das gemacht haben. So, hier noch was? Nö. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns wohl oder übel mal runtertrauen. Lasst uns mal vorher noch was futtern. Dass wir dann da unten nicht im Dunkeln anfangen müssen mit Essen. Weil da können wir kein Licht und so gleichzeitig machen. Und das wäre äußerst ungünstig. So, was haben wir hier wieder? So eine kaputte Klotze. Na gut. Okay. Hä? Boah, Alter. Ach du Scheiße, der macht jedes Mal das Licht weg, wenn ich hier durch die Tür will. Jetzt nicht. Oh, ist das gruselig. Ach du Scheiße. So, jetzt bitte keine schnellen Zombies. Da kacke ich mir in die Hose. Oh, und es geht immer weiter. Und hier gibt es einfach keine Lichtschalter. Oh, ich möchte die Kisten gar nicht looten. Da sehe ich nichts in der Zeit. Ah, ich würde sagen... Oh, oh. Oh, ich will hier nicht rein. Nein, mach mir die Lampe wieder her. Das mal, wenn wir irgendwo anecken. Ist die Lampe weg? Ach du Scheiße, ist das gruselig. Ach, warum habe ich denn die Taschenlampe weggepackt? Damit rechnet ja aber auch keiner. Oh, oh. Okay. Wir sind am Ende angelangt und es scheint... nichts weiter zu sein. Alter, die Windgeräusche sind ja krass. Boah, ich habe voll Angst hier zu looten. Ohne Mist. Lacht euch bestimmt gerade zu Hause in die Hose, aber es ist echt ganz schön gruselig. Wenn hier auf einmal so ein Schneller ankommt, ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Wir hatten bis jetzt noch nicht die Situation, dass... Oh, oh. Och nö, komm, verpisst euch. Ist hier bloß eingebaute Lautsprecher oder was? Ah, und dieses Geräusch klingt, als wäre ein Zug über uns. Nicht, dass uns einer den Zug geklaut hat. Ach Mensch, es nervt. Also es nervt nicht, es ist eigentlich spannend, ich find's cool. Hätte man öfter einbauen können im Spiel, also gerade mal sowas Gruseliges hier. Aber es nervt, dass diese Taschenlampe immer wieder weggeht und ich jedes Mal die Orientierung verliere. Okay, aber es ist... Es scheinen keine Zombies hier zu sein. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn wir hier einmal durchlaufen, dass wir dann an einem Punkt vorbeikommen, wo dann auf einmal Zombies kommen. Stellt euch mal vor, wir hätten die letzte Tür aufgemacht und hier wäre so eine Sirene gestartet. Also das wäre ja mal... Hui! Das wäre ultra gewesen. Da hätte ich das Spiel einfach ausgemacht und hätte das Let's Play abgebrochen an der Stelle. So, wir machen jetzt erstmal die Tür zu. Können noch keine Zombies reinkommen. Finden wir hier vielleicht eine Waffe? Schade. Okay, hier ist nichts weiter. Mensch, gib mir die Taschenlampe. Ach, come on. Ja, lass mich bitte hier wieder ins Helle. Ach nein, hier ist ja noch gar nicht hell. War ja noch ein Raum. Na gut, aber zumindest finden wir eine ganze Menge Holz und so langsam... Hä? Uiuiui, gib mir die Taschenlampe. Und so langsam habe ich mich auch an die Dunkelheit gewöhnt. Ich bin nicht mehr ganz so angespannt. Okay, also was für ein krasser Keller hier, ne? Ui. Hallo? Alter, das klang wirklich so, als würde der direkt hinter mir stehen und mir schön am Ohrläppchen lecken. Mann, Mann, Mann. Okay, lasst uns hier wieder raus. Ach ne, hier unten war ja auch noch dunkel, stimmt, erst wenn wir die Treppe hochgehen, wird's wieder hell. So, Helligkeit. Oh, Gott sei Dank, wir haben's geschafft. Mann, 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 also wenn das mal nicht aufregend war, dann weiß ich auch nicht. Puh, okay, ein Glück. Keine Zombies unten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Spieleentwickler, dass du dir gedacht hast, nö, wir machen denn... den guten Spielern nur ein bisschen Angst. Uah! Oh. Ja, ihr seht da. Also, so dolle bin ich noch nie erschrocken im Spiel.
Einfach nur, weil die Anspannung vielleicht doch noch so groß war. Ja, habe ich etwas gelogen hier von wegen, ach ja, alles wieder gut. Ah, scheiße. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hellwach. Kaffeemaschine bleibt aus heute. Das passt. Hier hinten haben wir noch einen schnellen, komm, den killen wir noch. Och, hoffentlich kommen wir nicht noch mehr solche Killer ins Spiel. Also einerseits ist schon cool. Das war das erste Mal Gruselfaktor, aber andererseits bin ich einfach nicht für sowas gemacht. Von daher seid schon mal gespannt auf so richtig Grusel-Horrorspiele mit Facecam. Schön im Dunkeln und Headset auf. Das nehme ich auch nochmal als ganz anderes, wenn ihr mit Headset spielt. Als wenn ihr euch das einfach nur übers iPhone oder so jetzt anguckt. Glaubt mir, da ist der Gruselfaktor nochmal eine ganze Nummer größer. So, dann machen wir uns jetzt hier wieder auf zum Zug. Und dann müssen wir auch schon wieder ein Folgenende machen. Aber es war doch mal eine ganz spannende Folge. Zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Und dann machen wir in der nächsten Folge mal die Brücke rüber und schauen mal, ob wir vielleicht doch zu der abgebrannten oder brennenden Stadt kommen können. Kommen wir hier hoch? Ja. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da. Ja. Schneidet ihn euch ab, schickt mir per Post, lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.